Das neue Lagebild zur Clankriminalität wurde heute also der Öffentlichkeit vorgestellt und wir wollen das Thema jetzt noch vertiefen. Und dazu begrüße ich jetzt im Studio den Oppositionsführer im Niedersächsischen Landtag, CDU-Landeschef Sebastian Lechner. Guten Tag, Herr Lechner. Guten Tag, Herr Euler. Schön, dass ich da bin. Ja, der Rechtsstaat lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen, weder von kriminellen Clanmitgliedern noch von sonst jemandem. Das sagte heute Justizministerin Wallmann. Stimmen Sie dem zu? Ja, aber man muss es dann eben auch zeigen. Das sind wohle Worte, die ich von der Innenministerin und von der Justizministerin seit Wochen und Monaten vernehme. Da wird auch ganz klar unser Motto, keine Toleranz gegenüber Clans, wiederholt. Aber das Entscheidende ist, dass das nicht Worte bleiben, sondern dass man das auch im täglichen Tun umsetzt. Und dass die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen auch so handeln und vor allen Dingen auch den politischen Rückhalt bekommen, ein solches robustes Mandat auszuüben. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als Sie heute Morgen die aktuellen Zahlen gehört haben? Beruhigt Sie das Ergebnis? Überhaupt nicht, sondern es gibt ja zwei Aspekte. Klar, die Anzahl an sich ist gesunken, aber da laufen ja viele Delikte rein, auch kleine, kleinstkriminelle Delikte. Aber die entscheidende Botschaft war doch, dass die Sondereinsatzlagen steigen und dass auch die Gewaltdelikte zunehmen. Das haben wir auch in Niedersachsen in jüngster Vergangenheit erlebt. In Stade alleine wurden zwei Menschen getötet in der Auseinandersetzung zwischen Clans. Und das Lagebild zeigt ja auch, dass die Clans sich auch immer mehr in den ländlichen Bereich auch vorschieben. Ne? Es ist nicht nur ein großstädtisches Phänomen, sondern es ist auch ein Phänomen von kleinen Städten. Und das, was die Ministerin immer gerne verschweigen, ist, dass Niedersachsen mittlerweile nach Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bremen der Hotspot der Clankriminalität in Deutschland ist. Im letzten Jahr wurden der Clankriminalität rund 3.610 Straftaten zugeordnet. 2022 waren es noch 3.986 Straftaten, also ein Rückgang um 9,43%. Also sind wir doch eigentlich auf einem guten Weg hier in Niedersachsen, oder? Ja, das hat die Ministerin heute auch gesagt, aber das ist die absolute Zahl. Und ich sagte ja eben, da sind auch viele Straftaten drin, Ladendiebstähle, Kleinhändler und Ähnliches, wo es um kleinstkriminelle Straftaten geht. Das, was aber das Sicherheitsgefühl der Menschen in Niedersachsen besonders beeinträchtigt, sind schwere Straftaten, sind Gewaltdelikte, ist dieses Auftreten. Ja? So, und diese besonderen Einsatzlagen, wo sich teilweise 100 Familienmitglieder, unterschiedliche Familien, offen auf der Straße prügeln, ja, mit Macheteneinsatz, ja, die haben zugenommen. Das hat die Ministerin heute auch zugegeben. Und gleichzeitig haben wir in der Clankriminalität, das sagen alle Experten, auch ein Riesendunkelfeld, weil das eben so verschwiegene Strukturen sind, sodass gar nicht klar ist, dass in dieser Statistik das tatsächliche Ausmaß zum Tragen kommt. Eine Dunkelziffer gibt es ja eigentlich in den meisten Fällen immer. Dennoch geht ja, wie gesagt, aus dieser Statistik erstmal die Zahlen runter, ein Rückgang. Von allen erfassten Straftaten im vergangenen Jahr ergibt sich ja für die Clankriminalität ein prozentualer Anteil von 0,65%, wenn man sich die ganze polizeiliche Kriminalstatistik ansieht. Warum ist denn jetzt Clankriminalität so ein großes Problem hier in Niedersachsen? Ja, die Experten sagen auch, dass wir in der Clankriminalität ein besonders großes Dunkelfeld haben. Wir haben übrigens dieses Phänomen, dass überall die Kriminalität in den Statistiken zurückgeht, auch in allen anderen Phänomenen. Dahinter gibt es aber mittlerweile die Vermutung von vielen Experten, dass sich die Kriminalität ins Internet verlagert und im Internet es zu viel weniger Anzeigen kommt. Das heißt, eins der übelsten Straftaten, die auch dieses Land ja beunruhigt, auch viele ältere Menschen betrifft, die Clans betreiben, ist der sogenannte Enkeltrick. Ja, da werden Leute angerufen, ja, sie werden an der Haustür betrogen. Ja. Oftmals wird das nicht angezeigt, weil die Menschen Scham empfinden, das auch tatsächlich zu tun. So, wir haben Betrugsdelikte bei Kreditkarten und so weiter. Wir haben uns das mal angehört bei einer zuständigen Stelle in Braunschweig, wie die vorgehen, wie die anrufen als Bankbearbeiter, ne, ihnen das Gefühl geben, dass sie jetzt ihre Geheimzahl ändern müssen, dass unbedingt etwas geschehen muss wegen einer neuen
neuen Vorschrift. Das klingt alles wirklich echt. Ja, und viele Menschen fallen darauf ein, geben die Daten an und dann werden sie betrogen. Diese ganzen Delikte finden sich kaum in der Statistik wieder, weil die Menschen schon allein viel zu viel Scham empfinden, das anzuzeigen. So, und Clan-Kriminalität ist deswegen so bedeutend, weil sie überhaupt keine Scham empfinden. Sie tanzen oft dem Staat auf der Nase rum und bis dahingehend, dass sie Polizisten bedrohen, dass sie Richter bedrohen, Staatsanwälte bedrohen, wenn man ihnen auf die Schliche kommt, dass sie massiv auftreten. Ja? Wenn irgendwo ermittelt wird oder gegen jemanden eine Anklage erhoben wird, dann sammeln sich die Familien in den Gerichtssälen. Ja? Das heißt, es ist ein Verständnis dahinter, dass man selbst der Staat ist, dass die Regeln für einen nicht gelten. Und das ist etwas, was die Menschen in unserem Land besonders beeinträchtigt, ja, auch beeindruckt und auch das Sicherheitsgefühl mindert. Und deswegen müssen wir bei der Clan-Kriminalität, auch wenn es nur 0,65% der offiziellen Statistik sind, mit aller Härte vorgehen. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf die TäterInnen. Laut dem Lagebild sind ja 82% waren im vergangenen Jahr männlich, 56% waren unter 30 Jahre alt. Wieso begehen denn jetzt besonders häufig junge männliche Personen diese Straftaten? Ja, weil sie ja in diesen Clans, das ist jetzt meine Erklärung, ne, gibt es bestimmt auch schon viele weitere soziologische Erklärungen, aber sie haben abgeschlossene Familienstrukturen, wo im Grunde genommen die Kinder, ja, die Jugendlichen auch schon in diese kriminellen Strukturen hineingeführt werden. Ja, so. Und man hat natürlich auch das besondere Phänomen, dass teilweise, und das finde ich einen besonders perversen Ausdruck, auch gerade Nicht-Strafmündige benutzt werden, um Kriminalität zu begehen, in dem vollen Bewusstsein, ja, dass unter 14-Jährige nicht in diesem Lande bestraft werden können. Ja, da gibt es dann eigene Strategien dieser Clans, diese Jugendlichen und Kinder einzusetzen, ja, um Straftaten zu begehen, weil sie nicht strafmündig sind. So, und da sind wirklich Strukturen hinter, wo Familien über Generationen hinweg sich darauf spezialisieren, Straftaten zu begehen. So, und da müssen wir rein in diese Strukturen, da dürfen wir auch keine Scheuklappen haben. Wir haben jetzt auch gesagt, im Kern muss auch der Verfassungsschutz Kompetenzen bekommen, auch die organisierte Kriminalität mit überwachen zu können, weil ein Teil dieser organisierten Kriminalität auch dazu dient, Terror zum Beispiel zu finanzieren. Und wir müssen ganz klar auch ausländerrechtlich in eine konsequente Haltung kommen. Ja? In diesem Land gibt es viel, was wir über Migration etc. diskutieren. Ja? Und viele Menschen verstehen auch nicht, warum der Bäckergeselle nach 7 Jahren abgeschoben werden soll, der sich hier integriert hat. Ja, da kommt das Ausländeramt, das verstehe ich persönlich auch nicht. Warum kann der nicht hier bleiben? Ja? Ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Aber sie verstehen umgekehrt auch nicht, warum der Clanboss hier bleiben darf. Ja? Der Bäckergeselle muss nach 7 Jahren gehen und der Clanboss, der Kriminalität begeht, bleibt hier. So, und das sind ja diese Ungerechtigkeiten, die den Menschen auch auffallen und die wir beseitigen müssen. Also, und deswegen braucht es aus unserer Sicht auch ein ganz konsequentes Vorgehen, wenn es um ausländerrechtliche Tatbestände geht. Mhm. Ja, Menschen, die hier Straftaten begehen, müssen zurückgeführt werden. Auch wenn das kompliziert ist beim Clanboss und so weiter und so fort, muss ich eben als Land mich dahinter klemmen mit der zentralen Ausländerbehörde und diesem Missstand abhelfen. Jetzt muss man ja aber auch tatsächlich dazu sagen, dass ja über der Hälfte, also 54% der ermittelten Tatverdächtigen ja die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Teilweise oft die doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, das muss man aber, aber wie erklären die sich das? Naja, ich würde mir, wenn ich Clan-Krimineller bin, auch am liebsten ganz zügig dafür Sorge tragen, dass ich die deutsche Staatsbürgerschaft kriege. Da hat leider die Bundesregierung jetzt auch die Möglichkeiten dafür erleichtert mit der Reform zur doppelten Staatsbürgerschaft. Weil wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe, fallen die ausländerrechtlichen Maßnahmen weg. Ja, wir sind zwar der Meinung, dass wenn jemand Doppelstaatler ist und Kriminalität in Deutschland begeht, dann muss ihm die deutsche Staatsbürgerschaft wieder aberkannt werden, damit wir dann auch ausländerrechtlich wieder agieren können. Ne? Aber ansonsten ist es meines Erachtens in diesem Milieu auch ganz klare Strategie, möglichst auch an eine deutsche Staatsbürgerschaft zu kommen, weil sie eben schützt vor ausländerrechtlichen Maßnahmen. Jetzt ist ja immer die Rede oder wir sprechen immer von Clan-Kriminalität. Der Begriff Clan-Kriminalität ist ja, auch umstritten. Ich glaube, das wissen Sie auch, weil ja nach Ansicht von KritikerInnen Menschen mit Migrationshintergrund allein aufgrund ihrer Familienzugehörigkeit und Herkunft stigmatisiert und diskriminiert. Teilen Sie diese Kritik?
Nein. Also mir klar, wenn Sie also ein Thema ist es, und da wird immer darauf abgestellt, wenn Sie heute A-Sein heißen, dann rümpfen bestimmt schon einige die Nase, weil das einer der berühmtesten Clans in Deutschland ist. Und dass es in diesen Clans auch Menschen gibt, die mit der Kriminalität der anderen Familienangehörigen nichts zu tun haben, ist völlig klar. Aber so arbeiten die Behörden ja auch nicht. Wenn Sie, und dafür sind wir, ja, wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen, dann müssen wir diese Strukturen erstmal aufdecken. Und dann müssen Sie natürlich auch Namen speichern dürfen. Ja? Und dann müssen Sie Verbindungen zwischen Familienangehörigen auch speichern dürfen. Ja? Und dann müssen Sie das auch offenlegen. Schon allein da gibt es in dieser Landesregierung Streit darüber, ob das überhaupt erlaubt sein soll. Ja? Brauchen Sie aber. Und die Behörden gehen ja nicht so vor, dass sie da jetzt jeden reinspeichern, sondern sie unterscheiden schon auch innerhalb einer großen Familie, wer am kriminellen Tätigkeiten teilnimmt und wer nicht. Ja? Aber die Strukturen müssen wir erheben und dazu müssen sie auch Namen speichern. So, und das ist keine Diskriminierung. Clans zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie über einen Familienzusammenhalt organisiert sind. Das heißt, die Schweigsamkeit wird über die Zugehörigkeit zur Familie organisiert. Da geht man ganz klar von aus, dass Blut stärker ist als alles andere. Ja? Und dass das auch verpflichtet, Treue zu halten gegenüber der eigenen Familie. Ja? So, und dieses Instrument wird eingesetzt. So, und das ist auch ein Unterschied zu anderer organisierter Kriminalität. Das versuchen zwar Rockerbanden auch über die Zugehörigkeit des Clubs, ne? Oder die italienische Mafia, obwohl die auch in größten Teilen aus Familienclans besteht. Ja? Auch andere versuchen das über irgendwelche anderen Institutionen, diesen Zusammenhalt zu erzeugen. Aber die Clans tun es über die Familienzusammengehörigkeit. Und deswegen ist das auch ein eigenes Phänomen, was so begriffen werden muss, was so auch analysiert werden muss und dem auch so begangen werden muss. Und deswegen finde ich dort, wenn man da zu sehr mit dem Begriff der Diskriminierung arbeitet, möchte man im Kern eigentlich das Phänomen Clankriminalität negieren. Herr Lechner, ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Euler.